Ja, herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Lukas, zoom mal auf. Ich muss ein bisschen nach oben gucken. Ich habe schon gesagt, hol mir gleich ein Treppchen hier. Christian Bartsch ist hier von Patrick. Turbine aus Münster. Hi. Den langen Weg. Ja, warum? Mal wieder. Mal wieder. Wir haben noch nicht die richtige Abhöre für unseren neuen Titel. Ja, und das müssen wir ändern und wir werden es ändern, denn er ist zu uns gekommen mit einer silbernen Scheibe, die eben auch ein, wie sagt man so schön, ein Ruling war. Und ja, du hast da etwas drauf kopiert, was da gerade im Hintergrund läuft. Es ist sicherlich jetzt nicht ganz so der familienfreundlichste Film, aber es ist ein Kultfilm und dieser Film ist von euch ja vor Jahren schon mal auf den Markt gebracht worden, aber jetzt in einer Fassung, wie wir festgestellt haben, weltweit so gar nicht verfügbar ist. Das ist wirklich eine exklusive Präsentation. Ne? Erzähl mal. Genau. Ja, Texas Chainsaw Massacre, der Klassiker. Und wie du weißt, hat es ja ein paar Jahre gedauert, bis er in Deutschland wieder frei und verfügbar war. Ja, wir sind jetzt nicht im Knast, wenn er im Hintergrund läuft. Wir dürfen hier das... Gott sei Dank nicht. Das war vor 2012 noch anders. Da hätte das auch schief gehen können. Und wir haben ja 2009 gesagt, wir wollen rehabilitieren. Das haben wir auch geschafft. Dann gab es die erste Ausgabe in Deutschland, die relativ schnell ausverkauft war. Und dann gab es für das South by Southwest Festival im letzten Jahr eine kleine Sensation. Der Film ist neu abgetastet worden in 4K unter der persönlichen Anteilnahme von Tobe Hooper, dem Regisseur. Und ja, diese neue 4K-Abtastung wollten wir natürlich schon immer auch in der Qualität, wie er letztlich abgetastet wurde, auch zeigen können, nämlich in 4K. Und jetzt ist das Medium da. Und dann haben wir gesagt, gut, warum sollen wir etwas, das wir in 4K haben, nicht auch den Leuten geben, um es in 4K zu gucken? Ich kann das verstehen, es gibt immer wieder Kommentare, wo Leute sagen, naja, auf 16 mm gedreht, warum brauche ich das auf 4K? Aber genau das ist eigentlich die Antwort. Die 16 mm haben natürlich einen extrem hohen Korn- und Rauschanteil, weil der Film eben auf Positivmaterial gedreht wurde. Es gibt kein klassisches Negativ, sondern nur ein Positiv. Das heißt, das, was wir hier im Film sehen, ist tatsächlich das Material, das so durch die Kamera gelaufen ist. Das ist erstmals in 4K restauriert worden. Und wir haben gesagt, dann nehmen wir die volle Auflösung und machen davon jetzt erstmals mit der höchstmöglichen Datenrate eine 4K Blu-ray. Das heißt, jetzt sehe ich den Film so wirklich, wie er damals eigentlich hätte laufen oder ist wahrscheinlich auch so gelaufen, in den Kinos gelaufen ist. Also das heißt, ich sehe wirklich alles das, was da mehr oder weniger aufgenommen worden ist, in allen Details, mit allen gegrisselt oder nicht gegrisselt. Ich würde so weit gehen und sagen, es sieht besser aus als im Kino. Weil in der Regel hast du beim Kino ja Kopierverluste durch die Generation und man ist halt heute hier bei dem, was wir jetzt haben, sehr nah am Original dran. Okay, jetzt sind wir aber nicht nur hier, weil im Fernseher habt ihr ja nun schon in euren schönen Studios, sondern ihr seid hier, weil wir hier erstmal nicht die Möglichkeit haben, neue Tonformate zu hören. Und da habt ihr Folgendes gemacht. Ihr habt den Film vor ein paar Jahren ja neu veröffentlicht. Was habt ihr da gemacht? Denn damals ist er ja in Mono aufgenommen worden. Ne? Die originaldeutsche Fassung war in Mono. Er ist allerdings für die Restauration seinerzeit schon in den Staaten komplett auf Grundlage der Originalelemente, also Original-Stems. Stems sind die Originalgeräuscheffekte, die ein Foley-Artist herstellt. Also Schritte, Türen, Atmosphären, Raschen, alles, was da zu hören Hammerschläge. Ist. Genau, all das gab es einzeln und man hat dieses Material genommen und quasi zusätzlich zum Original-Mono-Mix einen neuen 5.1-Mix erstellt, respektive 6.1-Mix. Und den haben wir für die letzte Veröffentlichung dann auf 7.1 schon minimal erweitert. Und jetzt haben wir gesagt, wenn wir auf 4K gehen und alle sagen Auro, Atmos, warum machen wir nicht mal was ganz Verrücktes und machen beides? Wir machen einen Film, wir nehmen zwei Teams, ein Auro-Team, ein Atmos-Team und lassen den Film basierend auf der 7.1-Fassung in 3D mischen. Ja, so ist es auch geschehen. Es gab dann einen Anruf bei Auro, wo man darauf hinwies, wir hätten eine Möglichkeit, diesen Film euch zur Verfügung zu stellen. Wollt ihr nicht machen. Die waren hellauf begeistert, haben innerhalb von, ich sag mal, eigentlich sofort am Telefon gesagt, machen wir. Und dann wurde also alles an Material nach Belgien geschafft und dort wurde dann das Ganze abgemischt in Auro. Und zwar nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch. Genau. So, das heißt, das ist ja nicht nur der Film mit der ersten Spur, wo Atmos und Auro auf einmal drauf ist, sondern auch noch in Deutsch und in Englisch auch noch drauf ist. So, wobei, ihr habt noch ein paar Spuren mehr, können wir kurz mal einblenden. Da ist ja mal die volle Auswahl da. Den Film kann ich ja alleine schon deshalb schon 7-mal gucken, glaube ich. Na, wie ist das als Filmfan? Du bekommst einen Film, der ursprünglich in Mono war, in einem total neuen Tonformat. Ja. Und dann kann ich natürlich die Puristen verstehen, die sagen, ja, aber er ist damals in Mono gelaufen. Ich möchte ihn jetzt auch mal in Mono gucken können. Und wenn wir ein tolles neues Format haben, das so viele Tonspuren kann und wenn es drauf passt, warum dann nicht, wie in dem Fall, einfach 14 Tonspuren machen und alles draufpacken, was wir haben?
14. Genau. Wir sehen hier nur die Filmtonspuren. Ja, genau. Die Audiokommentare, das sind auch nochmal 4, dann kommst du auf 10. Ja, und dann hast du sogar noch eine Spur, da ist die Sprache gar nicht drauf. Da hast du nur die Musik und die entsprechenden Geräusche. Genau. Richtig? Wer zu Hause mit Freunden den Film nachsynchronisieren möchte aus Spaß oder das wird einfach ein schöner Abend. Interesse daran hat, einfach mal zu hören, wie das klingt ohne die Sprache, also nur Surround plus Effekte, Musik, dann kannst du das ohne Sprache hören. Ja, also wir haben natürlich jetzt hier in den letzten Stunden oder in der letzten Stunde, so lange geht er gar nicht, wie lange geht er? Knapp 90 Minuten, ne? 84? Nicht ganz, 90, genau. Knapp, ne? Also auf jeden Fall haben wir mal ordentlich reingehört, uns ein paar Schlüsselszenen angehört und es macht riesig Laune. Der Mehrwert ist da, das kann man nicht anders sagen, das ist sehr intelligent abgemischt worden und so, dass es auch passt. Wir haben ja hier eine Auro-Installation, die auf 10.1 läuft. Atmos haben wir das gleich uns auch angehört, auch eine sehr spannende Geschichte. Der Vergleich wird natürlich dann zu Hause jetzt in den nächsten Tagen dann stattfinden, würde ich sagen. Allerdings haben wir hier sogar, wir haben es zuerst auch nicht glauben wollen, wir haben sogar eine Auro 13.1. Das heißt, theoretisch wäre es möglich mit der entsprechenden Hardware 7 Lautsprecher unten und dann haben wir 4 oben, dann haben wir noch einen Center und dann haben wir noch da einen Center, also dann kommen wir auf die berühmten 13. Technisch gesehen wäre es möglich, es geht nur dann mit den wirklichen high-endigen AV-Verstärkern aus dem Hause Storm Audio oder hier von den Jungs von Auro Galaxy direkt. Wenn man das absolute Maximum machen kann, drauf, ne? Dann kann man es auch machen. Ja, genau. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Die wird wie veröffentlicht werden, da ist ja nicht nur die Ultra-HD Blu-ray drin, sondern Ultra-HD Blu-ray, sondern da ist noch eine normale Blu-ray drin. Wir machen Combo-Pack. Wir haben gesagt, für die Leute, die trotzdem im Wohnzimmer oder in einem Nebenraum vielleicht nur einen Blu-ray-Player stehen haben, auch im Schlafzimmer ist ja mittlerweile öfter mal, dass man dann noch einen zweiten Player stehen hat, dann kannst du da vielleicht nicht 4K abspielen. Und warum doppelt kaufen müssen? Mhm. Weil die normale Blu-ray haben wir ja schon. Dann haben wir gesagt, wir packen 4K, normale Blu-ray und ein Digital Download in eine Box. Kann ich auf dem iPad auch noch schauen. Genau. Okay, wobei man fairerweise sagen muss, auf der normalen Blu-ray, das handelt sich um die Blu-ray, die ihr vor ein paar Jahren eben veröffentlicht habt, ist die normale Spuren, also die schon die 7.1, aber nichts mit Auro und Atmos in dem Fall drauf. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Nö, wir müssen es jetzt auch nicht unbedingt in die Länge ziehen, ne? Wir haben einen tollen Film. Ja. Und also kommt der raus. Ja, voraussichtlich. Wir reden jetzt von Jahre 2016. Genau, voraussichtlich Ende Mai, eher Anfang Juni. Mhm. Zwei Gründe. Zum einen sind wir immer noch in der Testphase. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die wir gerne ändern möchten. Und dann hast du einfach unheimliche Pressvorläufe. Und man will bei der Disc auch keinen Fehler machen. Denn anders als bei einer DVD und mittlerweile auch bei einer Blu-ray, wo die Vorkosten für die sogenannten Glasmaster mittlerweile bezahlbar sind, nimmst du für eine 4K-Disc richtig Geld in die Hand. Und da wollen wir es echt perfekt haben. Und wir zeigen mal kurz hier unten am Boden, mit welchen Improvisationen wir momentan arbeiten müssen. Denn zurzeit heute, Stand Anfang April, ist ein Blu-ray Ultra HD Blu-ray-Player für uns noch nicht verfügbar, weil noch nicht ausgeliefert, also aus Amerika organisiert. Das Umschaltgerät direkt mit dazu, damit wir hier nicht direkt einmal das Ganze hier in Flammen aufgehen haben. Also das 110-Volt-Gerät läuft jetzt hier und das Ganze schnell verkabelt, sodass wir hier auch gerade schon mal verschiedene Tests in der Verkabelung gemacht haben, um zu gucken, ob denn auch alles soweit funktioniert. So wird hier teilweise auch gearbeitet, ja. Und ich sag mal, ich hoffe mal, dass das der Start ist für eine ganze Reihe von zukünftigen Produktionen, die ihr vielleicht alle mal mit Auro, Atmos und so weiter verseht, weil Material habt ihr genug. Die Titel, die ihr da in eurem Portfolio habt, die bieten sich ja so manche für anbieten. Ja, wir haben auch einen ganz spannenden Titel, den wir heute noch nicht verraten. Ja. Aber bald. Genau. Wird es auch was Nettes zu geben bei unserem Kanal. Christian, ich danke dir. So, bis zum nächsten Mal wieder bei Grubi TV. Wir gruseln uns jetzt noch mal ein bisschen hier bei Grubi TV, dem Heimkino-Kanal. Tschüss. Ist ja gut gegangen. Hängt noch keiner am Seil, ne? Nein.